Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Zelda Breath of the Wild. Ich habe nochmal nachgeguckt jetzt wegen den Fotos, die uns noch gefehlt haben. Und zwar ist das einmal der silberne Bogblin, der silberne Exalfos. Diese beiden Gegner können wir, denke ich, hinterher irgendwo finden, vielleicht im Kolosseum. Müssen wir mal schauen. Dann habe ich vergessen, Meister Koga zu fotografieren. Das ist der Anführer der Jägerbande. Ich denke aber, dass das Foto eventuell erst nach dem Final Bosskampf zur Verfügung steht, dass wir das dann halt erst kaufen können, weil ich glaube, nach diesem Kampf können wir dann halt auch Bossfotos kaufen bei Simin. Dann fehlt noch der Boss von diesem Dungeon hier, glaube ich, ist das. Und der Lichtbogen. Den Lichtbogen bekommen wir aber, glaube ich, auch erst beim Final Bosskampf. Also sind alles Fotos, die wir auf jeden Fall noch kriegen können, denke ich. Von daher machen wir jetzt einfach mal hier weiter und gucken uns hier mal um, was wir hier noch erledigen können. Also hier kommt, denke ich, wie gesagt, ein Boss. Müssen wir mal gucken, dass ich den dann auf jeden Fall besiege. Beziehungsweise fotografiere, bevor ich ihn besiege. So. Na komm, greif mich mal an. So. Hier noch irgendwo ein paar Sachen hingefallen? Nein. So, gibt es hier noch mehr von euch? Im Moment sehe ich gerade keinen. Ich glaube, da oben stand noch irgendwo einer, aber wir holen uns jetzt erstmal die Karte. Schickerstein erkannt. Karte wird aktualisiert. So, also wir haben hier tatsächlich nochmal sowas in der Art wie einen Titanen. Du hast nun Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Tatsache. Okay, also nicht nur sowas wie einen Titan, sondern tatsächlich wohl einen Titan. Alles klar. Interessant. Okay, dann gucken wir uns die Karte doch nochmal an. Also wir haben hier so ein Zahnrad in der Mitte, was wir bewegen können. Und da sind vier so Einheiten, die wir wieder quasi erwecken müssen. Jetzt gucke ich mich erstmal um, ob ich hier irgendwo schon so hinkomme, ohne dass ich da was bewegen muss. Und natürlich gucke ich auch hier in der Ecke, ob hier irgendwo Kisten sind. Aber hier sehe ich ja soweit erstmal nichts. Da hinten ging es irgendwo hoch. Okay. Wie ist das hier eigentlich mit der Lava, wenn wir. Bewegt sich das hier oder bleibt das alles so gleich? Das ist halt die Frage. Also hier komme ich nicht lang, aber da kann ich durch. Okay. Kommt hier tatsächlich noch mal so etwas wie ein Titan vor? Interessant. Ja, hier ist Strom, der geleitet werden soll. Moment. Muss ich mal gucken, was müssen wir denn hier machen? Da ist die Stromleitung. So, jetzt wartet mal. Ich gehe mal hier hin. So, ich bin in dem Raum. Das heißt, ich weiß gar nicht, was hier passiert. Ja. Ausführen. Da bewegt sich. Ah, okay, ich kann das selber bewegen oder wie? Moment. Ja, viel zu weit unten. Hat sich denn jetzt hier irgendwas geändert? Ach ja, da bewegt sich es gerade noch. Muss ich ja mal gucken. Bewegt es sich immer noch oder wie? Oh. Okay. Moment. Komme ich da nicht ran? Nee.
Dazu bin ich zu klein. Vielleicht, wenn ich hier hochgehe? Auch nicht. Ist die Frage, bewegt sich das jetzt die ganze Zeit hier draußen? Ja. Ich check's hier gerade noch nicht so ganz richtig, wie das hier funktioniert. Okay. Kann ich hier mit hochfahren? Ja. Gehen wir mal hier hoch. So. Da könnte ich rein. Ja, dann geh mal da rein. Okay, hier muss eine Kugel hin. Damit das hier aufgeht. Okay, dafür muss ich hier drauf. Nach da oben. Ich könnte das anhalten. Kann mich aber auch einfach mitbewegen. Das sollte kein... Ja, wobei... Es dreht sich eigentlich in die falsche Richtung, ne? Wartet mal, wenn ich das jetzt... Nee. Wenn ich das jetzt so lang drehe, dreht es sich dann andersrum? Nein. Nein. Moment. Hä? Ja, ich... Ausführen. Hä? Oder dreht sich's gerade so lang? Machen wir so. Ändert sich da irgendwas? Nö. Jetzt. Jetzt. Okay, jetzt dreht sich das auch andersrum und jetzt ist es besser. Jetzt kann ich da mitlaufen. Quasi. Hm. So. Also hier drauf. Oh, und vorsichtig, vorsichtig. Schön vorsichtig, lieber Link. Ja. Okay. Wie gesagt, ich hätte es auch anhalten können, aber ich glaube, dann wäre ich auch nicht hochgekommen. So. Jetzt gehen wir darüber. Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Dann kriegen wir da eine Kugel. So, die muss aber da rein. Wie denn? Ja, nein. Kann ich das anhalten? Kann ich, alles klar. Muss ich das in dem Moment anhalten, wo diese Öffnung da ist, glaube ich. Boah, und dann immer umdrehen wieder, ne? Eieieiei. Okay, also. Am besten... Jetzt. Oder? War das zu früh? Das war zu früh. Nochmal. Nochmal. Okay. Ich glaube, da ist es wieder andersrum besser. So. So. Ja. Ja. Jetzt geht die Kugel darunter. So. Jetzt wieder umdrehen. Dass die da reinkommt in diesen Schlauch quasi. Aber wo fällt die denn dann hin? Fällt die da rein oder fällt die dann in die Lava? Ich glaube, die fällt... Ist die aus Metall, ist die Frage. Nein. So, jetzt muss ich gleich wieder umdrehen. So. Ja. Aber wo fällt die denn... Fällt die denn hier drauf? Ne, die fällt doch in die Lava rein, oder? Ne, die fällt da drauf. Sehr gut. Okay, so. Die muss jetzt hier rein. So. Dann fällt die da unten drauf. Und was passiert dann? Dann geht es da unten auf, oder was? Ja? Sehr gut.
Okay, da oben haben wir noch eine Kiste. Wie komme ich an die Kiste? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, liebe Lilly. Ich könnte mit diesem Eingang da hochfahren vielleicht. Komme ich hier drauf? Ja, sehr gut. Ja, ich könnte hier mit diesem Eingang hochfahren. Einfach. Und dann von da aus abspringen vielleicht. Okay, ich nehme mal den da. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So. So, und dann von hier aus oben einfach abspringen und drauf schweben. Läuft die Aufnahme? Ja. Fällt mir auch wieder früh ein. So. Komme ich denn von da aus dann vielleicht auch hier irgendwo hin? Müssen wir mal gucken. Muss dann, wenn, eben nochmal hochfahren. So, das reicht vielleicht schon, oder? Ja. So. Steinspalter. Kann ich den noch mitnehmen? Nee. Ich will den aber mitnehmen. Ich will hier nichts liegen lassen. Dann schmeiß mal einfach mal das weg. Gut. Das wäre das. Ist hier sonst noch was in dem Raum? Ich sehe nichts. Dann gehen wir jetzt hier runter und können das erste Ding hier mal aktivieren. Den ersten Leitstein oder Kontrollstein. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Kontrollsiegel. Schickerstein erkannt. Ein Schloss der Tür wird deaktiviert. Okay. Ah ja. Noch 3 Kontrollsiegel. Ja, Kontrollsiegel, so hieß das. Gut, dann haben wir die eine Seite schon mal fertig. Dann gehe ich jetzt hier wieder raus. Oh Gott. Oh Gott, Link. Nein. Oh fuck. Sowas passiert aber wieder nur mir, ne? Wo komme ich jetzt raus? Ach, wieder in dem Raum. Nein, du sollst hier rausgehen, bitte. So, sind hier so viele Wächter erschienen. Ja. So. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob sich in dem Raum hier was anders bewegt gerade. Nee, ich glaube nicht, weil... So rum hat sich es doch vorhin auch schon bewegt. Moment. Jetzt will ich aber mal hier. Das kann ich doch jetzt mal bewegen. So, was passiert denn, wenn ich das bewege? Ist da irgendwas anders? Nee. Dreh es mal andersrum. Wie ist das denn dann hier drinne? Irgendwie... Kriege ich denn das da oben bewegt? Also hier drin bewegt sich ja gar nichts. Überhaupt nichts. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Kann ich hier hoch? Ja. Vielleicht komme ich von hier aus ran. Na, geh mal da hoch. So. Komme ich von hier aus daran? Auch nicht. Hm. Okay. Dann muss ich dann doch wohl hier draußen irgendwas machen. Ist nur die Frage, was und wie. Kann ich da oben drauf? Nein. Ich muss irgendwie da hoch. Wartet mal, wie dreht sich das denn, wenn ich das so rumdrehe?
Dann könnte ich versuchen, über das Zahnrad da auf das Zahnrad. Nee, das ist dann verkehrt rum. Moment, dann doch wieder andersrum, dass ich hier drauf und von da aus dann irgendwie da drauf komme oder so. So, wartet mal. So. Oh, nicht runterfallen, bitte. Okay, jetzt bin ich gleich hier oben. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich dann erstmal darüber gehen. Oh, muss ich nicht runterfallen, bitte. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Kiste. Kann ich da irgendwas dran machen? Ja, ich könnte das anhalten im richtigen Moment. Jetzt. Nein. Nein, warum nicht? Na komm. Mach's doch auf. Ach. Autschen. Und nein. Oh. Stopp. Nein. Na? Müssen wir hier unten ein bisschen mehr hinziehen. Komm schon. Jetzt machst du auf. Danke. Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Warum will er denn die Kiste nicht aufmachen? So. Ach nee. Nein. Oh Gott. Das können ja noch. Dreht sich das langsamer auf. Also, wartet mal, dreht sich das langsamer auf der anderen Seite? Natürlich nicht. Stopp. Gerudo-Schild. Toll, kann ich ja nicht mehr mitnehmen, ne? Schnell. Schnell. Keine Ahnung, schmeiß mal eins von denen weg. Oder? Ja, davon haben wir eh so viele. So, schnell. Ja, kann ich ja nochmal tauschen eventuell. Moment. So. Okay, die Kiste haben wir also auch. Hier komme ich nicht rein oder raus. Nee. Alles klar. Dann möchte ich jetzt wieder darüber. Und da mal hier in der Mitte durch vielleicht. Ja. Uah. Nö, ich geh jetzt nicht darunter. Der soll da erstmal stehen. Was haben wir denn hier? Ich möchte da hoch. Ist das, wenn ich das andersrum drehe? Ja. Ich muss eins davon. Reicht das? Nee, nie im Leben. Moment, dreh's mal andersrum wieder. Was ist das da? Eins von denen muss ich, genau. Und dann dreht es das da nach oben vielleicht? Eventuell. Schauen wir mal. Kriege ich das noch? Ja, okay. Ja, das sollte gehen, denke ich. Genau. Schnell. So. Jetzt sind wir hier. Hm.
hier wäre dann noch eine Tür. Jetzt muss ich mal gucken, was kann ich hier machen? Ich kann das da bewegen. Moment. Das dreht sich in die falsche Richtung. Link! Mhm. So, wartet kurz, gucken, ob hier eine Kiste im Wasser ist. Nee. So. Jetzt bin ich hier in dem Raum. Alles klar. Hier ist Wasser, sehr viel Wasser. Kann ich hier mit dem Hammer dagegen hauen oder so vielleicht? Habe ich einen Hammer überhaupt? Ich glaube, ich habe... Naja, das hier vielleicht. Warte mal. Ah, ich verstehe. Mhm. Moment. So... Aber in welche Richtung möchte ich, dass es sich dreht? Ist egal. Ich glaube, das ist egal. Geh mal da weg. Was passiert? Wasser zugedreht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist gut. Ja, nimm mal ruhig. Das ist eigentlich egal. So. Sora-Lanze. Können wir auch nicht mehr mitnehmen. Ja, ich will hier keine Kisten zurücklassen. Ich schmeiß die gleich wieder weg, aber... Ich schmeiß mal das weg. Okay. Ja. Ja, den Stab brauche ich nicht. Dann können wir da lang. So. Jetzt ist hier das Wasser weg. Und da haben wir jetzt einen Schalter. Der Schalter macht was? Clever, sehr clever. Okay, jetzt sind wir halt auf der anderen Seite. Werden hier wieder hochgespült oder was? Nee. Das reicht doch nicht. Kann ich mir hier, wartet mal, einen Eisblock vielleicht? Reicht der Eisblock? Um da hochzukommen? Ja, doch. So. Zweites Kontrollsiegel. Sehr gut. Schickerstein erkannt. Ein Schloss der Tür wird deaktiviert. Schwere Rätsel hier nochmal. Das ist gut. Finde ich toll. Okay. Das haben wir also. Noch zwei Kontrollsiegel übrig. Und jetzt ist hier die Tür aufgegangen. Okay. Und wir können dann also hier wieder raus. Ja. Na gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Will ich oben wieder raus? Ja, ich glaube schon. Möchte, glaube ich, schon hier oben wieder rausgehen. Jetzt ist natürlich gerade die Tür nicht da. Mal schauen, ob ich dann vielleicht... Hops. So, hier wieder drauf kommen. Genau, das wollte ich nämlich. Hey.
Komm mal wieder her. Oh, mein Schwert ist kaputt. Gar nicht gesehen. So, nehmen wir das gleich mit. Und den Wächterschild. Will ich den Wächterschild? Ich glaube schon, dass ich den will. Guck mal, das weg. Jetzt mal gucken. Ja, doch. Ich will den. So. Jetzt müsste ich da noch irgendwie hin. Gehen wir da drauf und dann... Hopp. Ja, sehr gut. Achso, die hätte ich mir auch holen können. Die ist aus Metall. Egal. Bombenpfeile. Ja, sehr schön. So. Hier müsste ich das... Kann ich das rausziehen irgendwie? Vielleicht ein bisschen? Was? Was? Oh Gott. Moment. Was will ich damit tun? Ah, das will ich da oben reinstecken. So. Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe doch nichts, Link. Geh mal mit deinem Kopf da ein bisschen beiseite. Schwierig. Schwierig. Nee, wartet mal, ich sehe so nix. Gucken, ob ich das von hier vielleicht besser hinkriege. So rum. So. Ah, okay. Ja. Aha. Jetzt dreht sich das da. Und dann können wir da rein. Okay. Sind hier noch Wächter gekommen hier unten? Oh, du Scheiße. Wo ist es? Da. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott! Nein, Oh Gott, Ja? Jetzt ist er kaputt, okay. Ist da noch so einer irgendwo? Nee. Alles klar. Da ist keiner weiter, okay, alles klar. Oh nein, jetzt bin ich hier runtergehüpft, ich dumme Nuss. Verdammt. Wie komme ich denn jetzt wieder da nach oben? Ja, ist hier eine Leiter? Hm, Menno. Da muss ich wohl noch mal hier hoch. Alle Höppe. Und alle Höppe. Ups. So. Ist da eine Kiste da unten? Oder sieht das nur so aus? Weiß gerade nicht. So. Na komm. Jetzt können wir hier runter. Alles klar. Dann
jetzt hier rein? Kommt da jetzt gerade mal eine Tür? Ja, sehr gut. Ja, nee, ist klar. Da ist erstmal ein Wächter. Den würde ich gern erstmal los sein, aber... Waffentasche ist voll, ja. Ja, dann kannst du die Lanze weghauen. Nimmst lieber das dafür mit. Schwalbenbogen. Ja. Nochmal kurz Platz machen. Falkenbogen, Schnellfeuer. Ja, ich weiß, aber... Dann tue ich eben den weg. Ich habe ja einen Fünfer. So. Jetzt muss ich da irgendwie überall nach oben erstmal. So. Da drüben noch was ich will. Sieht nicht so aus. Ist das hier? Aha. Ich glaube, ich möchte darüber. Dazu muss es, glaube ich, aber in die andere Richtung gehen, oder? Ja. Ja, so. Mhm. Erstmal hier nach oben. Und jetzt will ich wahrscheinlich auf diese Plattform. So. Du lieber Himmel. Okay. Ja. Und jetzt will ich da durch. Genau. Hallo? Ey! Okay, ich warte nochmal, bis es wieder drüben ist und halte es dann an. Ist halt nicht so leicht, es zu erwischen, glaube ich. Jetzt. Komm schon. Jetzt. Okay. Ja, 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 ja. Okay, geschafft. So, dritter Leitstein. Okay. Oder Kontrollsiege, so. Schickerstein erkannt. Ein Schloss der Tür wird deaktiviert. Noch ein Kontrollsiegel übrig. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nein, okay. Das heißt, hier können wir jetzt auch wieder raus, wenn ich dann irgendwann das Rad wieder anhalten kann. So. Lass mich raus! Was ist jetzt wieder für ein Wächter erschienen? Gleich mal gucken. So. Moment, sehe ich gerade keinen. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ihr spinnt doch. Wie soll ich das denn machen? Der... Boah, Alter. Den lasse ich einfach am Leben, glaube ich. Oder? Oh Gott. Ich muss nach oben. Ach Mann. Nee, ich lasse den einfach. Ich versuche, dem aus dem Weg zu gehen. So, was muss ich denn jetzt hier drüben machen? Das ist immer noch die große Fangfrage. Nein, lass mich in Ruhe. Was muss ich hier machen? Ich begreife das nicht so recht.
Muss ich nach da oben vielleicht? Wahrscheinlich. Komme ich hier irgendwie mit... Nee, damit komme ich nicht hoch. Ich muss nochmal hier hoch. Und von da aus... Ich muss den töten. Der ist mir sonst nur im Weg die ganze Zeit. Ach, so ein Blödsinn. Okay. Geh bloß weg, du. Muss mal gucken. Ich muss von hier nach oben. Und dann darüber. Komme ich von hier aus irgendwie direkt da auf das Rad drauf? So. Nee. Oder? Nee. Shit. Ich muss den erstmal killen. Wartet mal. Ich nehme mal... Ah, ich habe ja ein paar antike Pfeile. Kaufe ich mir dann halt nochmal neue. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den am besten erwische, dass er mich nicht erwischt. Ja. Geh mal ganz fix darüber. Schnell, 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 schnell. Oh, so. Lass mich in Ruhe. Da. Wo ist er? Da. Okay. Ja. So. Das wäre erledigt. Will ich jetzt nochmal runter, mir das Zeug da unten holen? Ach, was soll's. Ich muss irgendwie da drauf. Auf dieses Zahnrad. Dazu will ich aber eigentlich gern auf das große Rad oben drauf. Wartet mal. So. Oh, dahin. Ja, genau. Und dann möchte ich gern hier hoch. Ja, da drauf. Sehr gut. Oh, jetzt müssen wir kurz mal diese Perspektive ertragen. Tut mir leid. So. Genau, ich will... Von hier aus da oben drauf. Oh. Ah. Ja. Sehr gut, genau. So. Weil ich möchte dann da oben. Oh, nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Och, Manno. Ich will da oben in die Tür rein. Wisst ihr, da ist eine Tür da oben. Ja, aber da komme ich ja gar nicht raus. Wie soll ich das denn machen? Ich verstehe das hier nicht so recht. Was muss ich denn hier tun? Ah, ich verstehe. Okay. Ja? Nein, oh Gott. Naja, gut, gehen wir mal nach oben. Jetzt habe ich es begriffen. Da war so eine Einbuchtung. Genau, okay. Aber hier oben ist nichts, ne? Ich wusste es, ja. Okay, alles klar. Ah, jetzt kannst du auch stehen bleiben. Jetzt ist auch egal, Link. Man muss quasi erstmal den Dingens da einhaken. So, nun... Muss ich hier das? Ja, so. Ja. Ah, nee. Aber da oben. Ich brauche das da oben. Ja. Immer da hoch, da bist du doch eben auch schon mal hochgekommen. So. Ah, nee, das muss hier. Ich verstehe. Okay, das muss ich hier quasi reinschieben, während es vorbei rutscht. Okay. Ja. Also da reinschieben, während es vorbei rutscht.
Dann gehe ich mal hier so hin. Nee. Ach nee, ich brauche... Oh, ich brauche doch den Stift von da oben, ja. Der Stift von da oben. Nein, Link, bleib doch mal da oben drauf. Meine Güte. Okay, muss ich vielleicht hier mitfahren? So. Ich fahre einfach mal mit, oder? Geht das? Nein, geht natürlich. Doch, geht. Hier könnte ich mitfahren. Oh. Leute. Ich krieg das schon irgendwie hin. Oh, was haben wir denn hier? Ah, hier ist eine Treppe. Okay. Komm ich? Nee, wie komme ich denn von hier aus irgendwo ran? Das nützt mir ja gar nichts hier. Was ist das denn? Da ist eine Kiste noch. Ach, von hier aus komme ich vielleicht... Nee, komme ich nicht. Von der anderen Seite auch nicht. Vielleicht hole ich mir einfach erstmal die Kiste. Dazu muss ich das allerdings andersrum drehen. Ja. So. Nein! Jetzt hat es mich rausgeschoben. Wie gemein. Minu. Kommt die Kiste? Noch einen weiter. Kann ich hier drüber laufen, ohne dass ich einen Schaden bekomme? Ja. Jetzt kommt die Kiste. Okay. Oh, man sieht ja aber auch echt schlecht manchmal. So. Jetzt aber nicht wieder runterschieben lassen, lieber Link. Ja. Okay, was haben wir da? Gerudo-Messer. Ah. Ja, dann... ja, dann... was weiß denn ich? Tu halt das weg. So. Ja. Und jetzt tauschen wir das wieder aus. So. Na. Ich muss irgendwie da hoch und diesen Stift da oben rausholen. Aber den kriege ich von hier unten nicht. Nee. Ich muss also mit dem Ding hier am besten mal nach oben fahren. So. So. Bis ich da rankomme. Oh. Ich meine, von hier aus könnte ich rankommen. Ja. So, lass den mal fallen. Der muss nämlich da unten rein. So. Oh, jetzt haben wir es gleich, Leute. So, der muss hier rein. Alles klar. Und dann muss ich das hier gleich noch einhaken. Dafür kletter ich am besten mal hier drauf. Ja, so. Und sobald es kommt, ziehe ich das dann hier rein, hoffe ich, dass das so klappt. Ja, komm. Hä? Ach so, so muss das. Ja. Okay, und dann schiebt's das quasi hier mit. Will ich, dass sich das in diese Richtung dreht? Ist eigentlich egal, ne? Ich glaube, das ist egal. Es muss einfach nur... Nee, es ist nicht egal. Denn nur wenn die gemeinsam... Ja, jetzt passt es. So, und jetzt kann ich dann in diese Tür. Puh! So. Jetzt kann ich hier rein. So. Och, Leute. Okidoki. Schicker Stein erkannt. Ein Schloss der Tür wird deaktiviert. Das letzte.
gucken, was sie jetzt wieder für einen lustigen Wächter da draußen positionieren. Alle Kontrollsiegel gelöst, Zutritt zum tiefsten Bereich gewährt. Ist hier drin noch eine Kiste zufällig? Nö. Sieht nicht danach aus. Dann Link. Ach, komm schon. Ach, muss ich erst nochmal warten. Aber Leute, das war's erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Zelda Breath of the Wild. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.